Frau Volksanwältin, 629 Fälle hatten Sie 2014 zu bearbeiten. Wo lagen denn die Schwerpunkte und wie sieht diese Entwicklung auch im Blick auf die vorangegangenen Jahre aus? Die Schwerpunkte lagen beim Baurecht und in der Raumplanung. Also, und da gibt es keinen Unterschied zu den vorangegangenen Jahren. Da waren immer die Schwerpunkte. Weitere Schwerpunkte sind natürlich soziale Angelegenheiten, sind auch Angelegenheiten, also Straßenrecht und Abgabenrecht, also Gemeindeabgaben. Und auch da gab es jetzt keine großen Schwankungen gegenüber den vorangegangenen Jahren. Also es ist alles sozusagen im Normalbereich. Auch von der Art der Anfragen, sind das vergleichbare Anfragen wie in den Vorjahren oder kann man da sagen, hat sich da was verändert im Laufe der Jahre? Die Art der Anfrage ist zwar ähnlich, wo ich eine Veränderung bemerkt habe, ist, dass die Forderungen der Bürgerinnen und Bürger massiver werden. Also es kommen öfters Forderungen, wo selbst ich als sehr, sehr bürgerorientierte Volksanwältin sagen muss, nein, da kann ich nicht mehr mit, da ist jetzt Stopp. Sie haben auch im Bereich der Pflege Prüfungen vorgenommen, Sie haben auch Heime dementsprechend geprüft. Warum fällt das in den Aufgabenbereich der Landesvolksanwaltschaft und was haben Sie dabei auch entdeckt oder feststellen können? Aufgrund des OPCAT, Fakultativübereinkommens, müssen eben die Vertragsstaaten Einrichtungen, die mit Freiheitsentziehung und Freiheitsbeschränkung verbunden sind, überprüfen. Das wird natürlich in Österreich, also durch die Volksanwaltschaft in Wien, bundesweit gemacht. Vorarlberg war das einzige Bundesland, das von der Ermächtigung Gebrauch gemacht hat, dass Überprüfungen, die in Landesangelegenheiten, die in die Landesangelegenheit fallen, in die Landesvollziehung, dass das Land da eine eigene Stelle errichten kann mit einer eigenen Kommission. Und das war eben 2013 der Fall, dass diese Stelle bei mir eingerichtet wurde. Das heißt, ich habe eine Kommission bestellt für Überprüfungen von Pflegeheimen und Behinderteneinrichtungen. Und ich habe eine zweite Kommission bestellt für die Überprüfung von Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen. Und Sie haben jetzt hier festgestellt, dass es da vor allem beim Pflegeschlüssel Verbesserungsbedarf gibt. Warum? Was passt denn da nicht? Also der sogenannte DKI-Schlüssel, der gibt die Mindestpersonalbesetzung vor in den Pflegeheimen. Und speziell in kleineren Einrichtungen ist es bei wechselnden Pflegestufen nicht möglich, also diesem DKI-Schlüssel gerecht zu werden, weil so schnell und flexibel mit dem Personal nicht eben auf wechselnde Pflegestufen reagiert werden kann. Und ich denke, da muss sich das Land eine Überarbeitung oder eben neue Maßnahmen überlegen, weil die Vorgabe des Landes sollte schon übereinstimmen mit dem, was die Einrichtungen leisten können und leisten wollen. Jetzt war das Ihre letzte Jahresbilanz als Landesvolksanwältin. Vielleicht noch mal ganz kurz auf die Nichtwiederbestellung einzugehen. Wie sehr waren Sie denn überrascht, dass beim Hearing dann ein negatives Ergebnis herausgekommen ist? Ja, ich war schon überrascht, zumal ich die einzige Bewerberin war, die zum Hearing eingeladen worden ist und im Vorfeld niemand auf mich zugekommen ist, niemand irgendeinen Kritikpunkt erwähnt hat. Ich habe ja laufend Bericht erstattet im Volksanwaltsausschuss. Auch da war immer alles in Ordnung sozusagen. Und also beim Hearing wurde ich schon darauf angesprochen, ob ich mehr Härte zeigen würde. Ich denke nicht, dass ich mit Härte weiterkomme als mit meiner Methode sozusagen. Ich bin sehr bemüht immer um lösungsorientierte und konstruktive Gespräche und das hat auch in vielen Fällen viel gebracht. Und ich habe auch dargetan, dass ich deswegen nicht plötzlich Fälle aufbauschen werde. Ich werde nicht spektakulär auftreten, ohne dass ich die Fälle genau geprüft habe. Aber gut, das ist eben die Meinung der politischen Fraktionen und das ist natürlich zu akzeptieren. Welche Bilanz ziehen Sie jetzt persönlich aus Ihrer Zeit als Landesvolksanwältin? Ich ziehe durchwegs eine sehr positive Bilanz. Also ich denke, es war sehr viel
Erfahrung dabei und ich konnte auch viel bewirken. Unter meiner Amtszeit ist eben die Überwachung der Einrichtungen gemäß OPCAT entstanden. Ich habe das aufgebaut, ich habe das ohne zusätzliches Personal, also alleine aufgebaut. Dann eben der Monitoring-Ausschuss, der mir persönlich sehr wichtig ist, wo Menschen mit Behinderungen selbst tätig werden können, selbst entscheiden können, selbst aktiv werden können, dass die Rechte der Menschen mit Behinderungen gewahrt und überprüft und gefördert wird. Also, dass dies unter meiner Amtszeit eben entstehen konnte, das macht mich sehr froh. Also, es war mit sehr viel Arbeit verbunden. Darum ist vielleicht auch die Öffentlichkeitsarbeit etwas zu kurz gekommen. Aber wie gesagt, das erfüllt mich mit Stolz, dass diese Einrichtungen unter meiner Amtszeit entstanden sind.